Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlemen, zum Review hier vom Xiaomi Smart TV. Um genau zu sein, der Smart, also der 4A Smart TV, das ist die genaue Bezeichnung. Das Gerät gibt es als 32 Zoll Gerät, das Ganze gibt es aber auch noch größer. Und da heißt das aber irgendwie dann 4S oder irgendwie sowas oder 4C. Ich verlinke euch die größeren Varianten auch einfach mal unten in der Videobeschreibung. Die haben dann, soweit ich weiß, sogar 4K. Hier haben wir nur ein Full-HD-Bild, also eine HD-Auflösung. Und ja, wir werden uns das Ganze einfach mal genauer anschauen. Es ist ein Android-Smart-TV. Mit Google Assist, YouTube, alles drum und dran soll hier mit dabei sein, Dolby Audio. Und ganz zu Anfang des Videos möchte ich euch auch noch eine kleine Info mitgeben, denn das ist nicht das erste Mal, dass ich solch ein Gerät hier auf dem Tisch stehen habe, sondern tatsächlich das zweite Mal, denn Banggood hat mir das Ganze hier schon mal zugeschickt gehabt. Da ist aber ein kleines Malörchen passiert, nämlich beim Transport ist hier ja der ganze Screen kaputt gegangen. Wir haben aber das Beste draus gemacht und nach wie vor dann ein Teardown-Video dann wenigstens daraus gemacht. Sprich, wir haben das ganze Gerät einfach mal auseinandergenommen, haben geguckt, was für eine Elektronik ist denn da drin verbaut, wie sieht denn das Ding von innen aus. Und ja, das ist auch ein relativ interessantes Video, verlinke ich euch auch direkt mal unten in der Videobeschreibung. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass das mit dem Support von Banggood hier so gut geklappt hat. Ich habe die einfach angeschrieben, habe gesagt, hier Foto gemacht und hingeschickt, gesagt, hier, guck mal, das Ding ist total kaputt, es wurde schon so geliefert, was soll denn das? Hatte natürlich den Vorteil, dass ich den Videobeweis hatte, sprich, ich habe das Ganze ausgepackt und man hat dann in dem Video schon gesehen beim Auspacken, dass hier der Karton auch schon beschädigt war. Also weil das hier war nochmal in etwas anderem eingepackt, in so einer Luftpolsterfolie sogar. Und das war dann mit dieser typisch weißen China-Folie, sag ich mal, überzogen, diese, wie man das von diesen China-Paketen kennt. Habe ich noch irgendwo hier? Nee, leider nicht, aber die, ihr kennt ja diese Pakete, die mit so einer gräulich-weißen Folie nochmal überzogen sind. Und da war, wie gesagt, nur so ein Luftpolster-Ding drin und da drin war das hier drin. Und als ich das ausgepackt habe, hat man hier in diesem Bereich schon einen riesen Knetsch drin gesehen in dem Karton. Und da konnte ich ja nichts für. Das heißt, solltet ihr zu Hause irgendwelche Pakete auspacken aus China oder so, ey, lasst einfach kurz einen Freund oder euren Partner, eure Partnerin, was auch immer, mit dem Smartphone das Ganze vielleicht ganz kurz filmen. Dann habt ihr einen kleinen Videobeweis in der Rückhand und sollte dann irgendwas mit dem Gerät oder mit dem Paket oder sowas sein, habt ihr das somit dokumentiert, vielleicht nochmal ein, zwei Fotos oder sowas noch zusätzlich machen und sollte dann das Gerät im Inneren tatsächlich beschädigt sein, habt ihr somit auch noch direkt ja, Beweismaterial, einmal als Videoform und einmal als Fotoform, kann ich euch wirklich nur zu raten. Aber ansonsten hat das mit dem Support, wie gesagt, super funktioniert. Die haben mir einfach ein neues Ding zugeschickt und gut war. Genau, die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung zu Deal Heroes, was eine Community-basierte Preisvergleich-Webseite ist. Sprich, solltet ihr da irgendwo einen besseren Preis finden, bei Amazon, eBay, Gearbest, AliExpress, Banggood, whatever, solltet ihr irgendwo einen besseren Preis finden, lasst es mich bitte über das Kontaktformular von Deal Heroes wissen, weil ich pflege dann einfach den anderen, den neueren Shop, der vielleicht den besseren Preis hat, pflege ich einfach dann dort in die Preisvergleich-Webseite mit ein und somit weiß jeder von uns in der Community immer aktuell den besten Preis zu dem Ding hier und somit können wir alle davon profitieren. So, jetzt lange genug geschnackt, wir machen das Ding auf. Ich bin selber gespannt, ob es diesmal heile angekommen ist. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ja, machen wir das mal auf hier. So, und dann immer noch wie beim letzten Mal, das finde ich ja so schön hier, diese Tragetasche, dass das hier wie so eine Tragetasche gemacht ist. Ich kann das jetzt einfach hier unten hinstellen. Dann habe ich das hier links und rechts, kann ich greifen. Vielleicht den Karton noch ein bisschen mit den Füßen festhalten. So. Und dann kann man das hier wunderbar zack und vorsichtig so rausholen. Im Inneren ist dann hier noch ein so ein Klebeding dran, wo dann die Fernbedienung und so drin ist. Und ja, so. Dann wollen wir doch mal schon mal direkt gucken. Bei der Fernbedienung. Bei der Fernbedienung mache ich doch mal. Also hier haben wir ein paar Schräubchen mit dabei. Wofür waren die? Achso, das ist für die Füße, genau. Und hier haben wir dann entsprechend die Fernbedienung. Ich habe schon mal ein Smart TV von Xiaomi getestet und ein Video dazu gemacht. Ist Jahre her, also Jahre, doch Jahre. Ist schon wirklich mehr als ein Jahr definitiv her. Vielleicht sogar mehr als zwei Jahre. Das war die alte Fernbedienung von Xiaomi, von dem Smart TV. Und das hier ist dann die neue. Ich muss tatsächlich sogar sagen,
Die sehen beide relativ ähnlich aus. Man hat aber jetzt, wie gesagt, einen neuen Knopf dazu bekommen. Und zwar hier den Google für den Google Voice Assist wahrscheinlich. Ja, an sich wirken aber beide relativ wertig. Die neue ist aber etwas leichter. Die alte ist ein bisschen schwerer. Aber ja, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, sag ich mal. So, packen wir das erstmal hier auf die Seite. Hier haben wir natürlich noch so einen Aufkleber. Ist ja auch für viele wichtig, hier mit diesen Energieklassen. Ne? Hier kann man das sehen, diese verschiedenen Dings. Aber ist ja auch egal. A+ ist hier die Energieklasse. Das Ganze gibt es in 32 Zoll, 43 Zoll und 55 Zoll. Verlinke ich euch, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung die anderen Größen. Wollen wir mal schauen, ob der Screen diesmal heile, heile Gänschen ist. Wir haben hier quasi, also hier an der Seite ist hier oben zweimal USB. Hier unten haben wir die HDMI-Anschlüsse. Drei Stück an der Zahl, einer davon mit HDMI ARC. Dann haben wir hier einen Antennenanschluss. Wir haben einen CI-Schacht mit am Start. Wir haben hier hinten einen LAN-Anschluss. Hier unten, ja, diese Cinch-Anschlüsse. Und genau, das war es im Grunde genommen schon. Und hier haben wir natürlich auch Schräubchen, um das Ganze an einer, an so einer Wandhalterung festzumachen. Was ich sehr gut finde. Vielleicht wird das Ding bei mir auch am Ende an die Wand kommen irgendwo. Ach, ganze Plastikgedönse hier runter. So, und dann einfach ein bisschen anheben. Einmal Rinde mit. Und dann hier die Schräubchen. Vor allem finde ich das hier sehr gut gelöst. Das ist, man kann das, es geht nur genau in eine Richtung rein. Man kann die Füße gar nicht falsch montieren. Und jeweils einfach mit zwei Schräubchen. Das ist relativ schnell montiert. Da kannst du nicht viel verkehrt machen. Ja. Und ich finde den eigentlich auch tatsächlich eine relativ schöne Größe. Unten hat man im Übrigen hier nochmal den manuellen Ein- und Ausschalter. Ich stelle das Ganze jetzt einfach mal so hier hin. Und jetzt gucken wir einfach mal. Sieht aber schon so auf den ersten Blick relativ gut aus. Ich glaube, da haben wir jetzt diesmal keinen defekten Screen. Ja, fährt auch schon hier hoch. Achso, Batterien sollte ich vielleicht noch hier in die Fernbedienung reinmachen. So, rein damit. Ach, so. Und jetzt hat das Ding hier auch so High haben wir hier. So, wunderbar. Jetzt sollen wir einmal hier die zwei Tasten drücken. So, Me and Home. Kurz drücken. In 20 cm Entfernung. Und dann loslassen. Habe ich gemacht. Release the button, when you hear the beep. Ich habe jetzt vorher zwar losgelassen, weil ich kein, obwohl ich kein Beep gehört habe, aber okay. Jetzt steht hier erstmal alles auf Russisch. Hier können wir jetzt die Sprache auswählen. Gott sei Dank, sonst hätte ich jetzt ein Problem gehabt, weil Russisch kann ich nicht. Ich weiß noch, bei Warzone gab es ja diese eine Mission mit dem Bunker 11, wo man die russischen Zahlen hören muss. War ganz, ganz schlimm für mich. Eine Ethernet-Verbindung wurde hergestellt. Jetzt könnte ich WLAN, ihr seht, WLAN hat das Ding auch. Ethernet-Verbindung reicht. Also ich habe das per Kabel ja verbunden. Also alles gut. Brauchen wir nicht noch hier WLAN zusätzlich. Update wird gesucht. Also hier ist das Ganze jetzt schon direkt in Deutsch eingerichtet. Wunderbar. Was will man mehr? Android-System-Update. 823,6 MB werden runtergeladen. Dann mal schauen, wie das jetzt hier aussieht. Ich finde aber, wenn man so ganz nah dran ist, das muss ich, da muss ich fairerweise zu euch schon sagen, wir haben jetzt hier keinen Full-HD-Screen, sondern das ist quasi nur HD-Ready, denn wir haben eine Auflösung von 1366x768 Pixeln. Aber auf der anderen Seite muss man dazu auch sagen, so nah, wie ich jetzt hier dran bin, sitzt man ja normalerweise nicht an so einem Fernseher, sondern schon eher mal so, ja, so ein, zwei Meterchen entfernt oder so, oder vielleicht auch drei. Weiß nicht, wie viele Meter sind das jetzt? Keine Ahnung. Aber man sitzt so ein bisschen entfernt normalerweise davon und dann sieht man jetzt hier diese einzelnen Pixel. Wenn man, wenn jetzt hier auf dieses Bitte warten, ich kann jetzt hier, wie gesagt, so ein paar einzelne Pixelpunkte erkennen, was jetzt aber ich persönlich finde, es ist nicht so tragisch. Vor allem, wenn man sich halt auch einfach mal den Preis von dem Gerät anguckt, da kann man sich absolut nicht beklagen. Und vor allem, es ist halt ein Smart TV. Also ich meine, es gibt andere Geräte in dieser Preisklasse, wo man halt einfach nur ein
TV-Gerät bekommt. Also da ist nichts mit Smart, da ist einfach nur Fernsehen. Ja? Gut, ihr seht ja die Qualität relativ selber. Die Kamera zeichnet jetzt hier das Ganze mit 4K auf das Bild. Ich lade das Video auch später in 4K hoch und ihr könnt halt gucken. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt störend ist, weil das ein bisschen schräg ist, weil aber ihr wisst ja selber, wenn ich jetzt hier so, ihr seht, dann sieht man halt eben den, das Ringlicht, was hier vorne ist. Und das wäre halt ein bisschen kontraproduktiv. Jetzt kann ich mich hier mit meinem Google-Konto anmelden. Ich überspringe das aber einfach mal, weil ich möchte mich eigentlich nicht bei meinem Google-Konto hier anmelden. Also Live-TV ist tatsächlich mit dem Kabelanschluss hier verbunden. YouTube haben wir mit dabei. Hier unten sehen wir schon so ein paar DSDS, Anima mit Allo von Beyoncé. Also irgendwelche ja, YouTube-Sachen sind das hier, würde ich mal behaupten. Essen auf Rädern, irgendwelche hier Flirt an der Kasse. Also hier kriegen wir schon irgendwelche YouTube-Geschichten vorgeschlagen. Media Player, TV-Verwaltung. Was haben wir hier bei TV-Verwaltung? Okay, Speicherverbrauch, Papierkorb, aktivierte Apps. Und hier kriegen wir so einen kleinen Überdings. Also wir haben hier wohl 8 GB RAM mit am Start. Können das Ganze hier auch noch optimieren. Was passiert, wenn ich jetzt hier auf Optimieren klicke? Wird dann hier irgendwas... Müll wird gelöscht. 290 Megabyte freigegebener Speicher. Ja, interessant auf jeden Fall. Und jetzt kriegen wir hier wieder den ganzen Live-Verbrauch angezeigt. Tiefenreinigung, installieren über USB. Also wahrscheinlich hier bei installieren über USB, vermute ich einfach mal, können wir eigene APK-Dateien hier drauf einfach installieren. Was ich auch sehr, sehr, sehr interessant finde, weil da gibt es ja auch die ein oder andere APK-Lösung, um sich quasi IPTV aufs Fernsehen zu holen. So will ich jetzt gar nicht näher ins Detail eingehen, aber es gibt da, sag ich mal, den einen oder anderen, der da vielleicht auch Sky drüber gucken kann, einfach so. Also, ne, ich will da niemanden zu irgendwas anstiften, nur ich sage, es gibt gewisse Möglichkeiten über APK-Dateien oder man kann sich halt auch einfach über die APK-Dateien irgendwelche anderen Sachen, irgendwelche anderen Dienste installieren, die man sonst so wahrscheinlich nicht installieren könnte. Ist halt der Vorteil, dass hier Android drauf ist. Wir schauen mal hier generell, wenn wir auf die Apps gehen, ob wir noch mehr angezeigt bekommen. Hier unten oben haben wir den App Store, der wird jetzt hier natürlich nicht funktionieren, vermute ich mal, weil ich mich nicht angemeldet habe. Version 9 haben wir hier, also weil Android 9 hier drauf ist. Und warte mal, war das nicht sogar so, wenn man... da ist nämlich das Easter Egg versteckt. Kann man hier irgendwas machen? Gut, wenn wir jetzt hier Touch hätten, wäre es vielleicht was anderes. Aber ansonsten hier Kernel-Version und so weiter und so fort, kriegen wir halt hier, wie gesagt, noch ein paar Sachen angezeigt. Sprache, Tastatur, Eingänge können wir uns hier auch noch anschauen. Wir haben HDMI, haben wir 3 Stück. Wir haben einmal AV, beziehungsweise HDMI 3, einmal AV, HDMI 2, HDMI 1 und dann hier die KEC Unterhaltungselektronik-Steuerung. Sprich, dass ihr, angenommen, ihr würdet jetzt sozusagen hier noch zum Beispiel einen Amazon Fire TV Stick oder irgendwas dran anschließen, dann könnt ihr mit der gleichen Fernbedienung auch den Fernseher dann steuern. Also könnt ihr mit einer Fernbedienung beides steuern. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Sache. Das kann man hier ein- und ausschalten. Also einschalten zum Benutzen von KEC und ARC kann man hier ein- und ausschalten. Also das funktioniert scheinbar nicht out of the box, ist standardmäßig nicht aktiviert, kann man aber hier einfach dann aktivieren. Ist vielleicht für den einen oder anderen von euch interessant. Ja, ein- und ausschalten, Bild, Ton, Patchwall, Kindersicherung, Patchwall, was kann man hier denn noch machen? Patchwall als Standard-Launcher festlegen. Dann hat man den, einen anderen Launcher oder so, dann sieht das Menü hier anders aus. So, jetzt haben wir die Patchwall. Das ist ja das, was wir eben eingeschaltet hatten. Also durch langes Drücken können wir im Grunde genommen das Ding dann komplett herunterfahren. Und ja, das ist jetzt quasi die Patchwall. Finde ich ehrlich gesagt auch schöner. Ne? Da hat man hier oben Kanal, AV, also kann man hier zwischen den verschiedenen Eingabegeräten einfach hin und her wechseln. Hat hier unten seinen Play Store, Media Player. Das heißt, wenn ihr über USB hier irgendwas anschließt, könnt ihr hier auch was abspielen. Und dann gehen wir einfach mal auf YouTube. Hoffentlich können wir das auch verwenden, ohne uns hier über das Android-Konto anzumelden. Willkommen, kostenlos anmelden, machen wir einfach mal auf Überspringen. Wunderbar, das funktioniert. Und schauen uns jetzt hier einfach mal so ein paar schöne Sachen an. Hier ein bisschen 4K, ich mache mal ein bisschen leiser. Sieht eigentlich ganz gut aus.
Oder? Also ich finde es eigentlich ganz hübsch schon mal soweit. Es sind ein paar schöne Drohnenaufnahmen hier. Ton ist eigentlich auch ganz in Ordnung soweit. Generell Drohnenaufnahmen, da bin ich ja sowieso ein Fan von. Die finde ich mega, mega schön. Vor allem, ich bin gespannt, kann ich euch auch noch kurz anteasen. Ich habe ja auch schon die Hubsan Sino 2 am Start und da werde ich natürlich auch noch ein Review zu machen. Ich bin gespannt, was das Ding auf dem Kasten haben wird. Weil damit kann man auch 4K mit 60 FPS aufnehmen. Und da bin ich echt mal gespannt, was wir da für coole Aufnahmen damit machen können. Ah, guck mal hier, wie schön das aussieht mit dem Regenbogen. Geil, oder? Das sind schöne Aufnahmen, muss ich sagen. Schauen wir mal aber weiter. Was haben wir hier sonst noch? Our Planet. Irgendwie so eine Netflix-Geschichte. Eine Szene irgendwie so zeigen. Obala, das ist ganz schön laut. Ja, hübsch, ne? Elefanten. Ja, relativ interessant. Also hier kann man sich einiges angucken. Und da können wir hier zum Beispiel das letzte Techpack-Opening uns angucken. Oder wir gucken hier einfach mal in die Loot-Chest rein zum Beispiel. Stimme klingt auch ganz gut, finde ich. Ja, lassen uns wieder gemeinsam überraschen. Aufgemacht haben wir das Ganze. Wir machen sie immer hier schön auf die Seite. Und das erste ist wie immer das T-Shirt. Gucken, welche Qualität ist hier gerade eingestellt. Und ich finde wirklich... Ja, genau, hier ist auch nur HD. Also scheinbar kann das Gerät hier maximal HD angeben, obwohl das Video, weil da bin ich mir 100% sicher, das Video ist definitiv in 4K auf YouTube hochgeladen, genauso wie dieses Video hier auch in 4K hochgeladen wird. Aber da das Gerät nur halt eine Auflösung von 1366x768 hat, also HD-ready würde ich mal behaupten, deswegen... kann das Ding hier maximal 1080p angeben, wobei es noch nicht mal 1080p, also 1920x1080 wiedergeben kann eigentlich. Aber ich finde, das Bild sieht trotzdem relativ angenehm aus. Was ich nur relativ lustig finde, durch das Licht hier wirke ich jetzt relativ gelb, weil hier der Hintergrund so ist. Und wahrscheinlich auch, weil das hier auch nochmal als Lichtquelle in die Kamera reinstrahlt und die Kamera versucht gegenzuregulieren. Ich vor allem hoffe, dass man mich jetzt neben dem Gelaber von mir selbst hört. Nee, aber finde ich relativ cool. Da können wir doch vielleicht sogar gerade mal reinschauen. Haben wir hier das wäre doch cool, wenn wir auf dem Fernseher das Innere dieses Fernsehers zeigen könnten. Hier, da ist das Video. Ne, da könnt ihr selber auch mal reinschauen. Genau, Teardown-Video habe ich das Ganze genannt. Das sind quasi die Aufnahmen aus dem Stream. Und da habe ich dann hier mal ein bisschen recherchiert und da noch ein bisschen, ich will euch das Board hier, genau, hier hantiere ich dann mit dem Board rum. So, das ist quasi das Mainboard von dem Fernseher. Habe ich euch hier quasi auch dann in einem Video auf YouTube zusammengefasst. Im Übrigen, sorry, dieses Video an sich hat relativ schlechte Qualität, sage ich mal, weil ich meinen eigenen Stream von YouTube heruntergeladen habe. Sonst immer habe ich das auf Twitch runtergeladen, weil dort habe ich das Ganze als Full HD, so wie ich es auch gestreamt habe. Und ich habe erst ganz spät gemerkt, dass man auf YouTube, wenn man seinen eigenen Stream runterlädt, das Ganze nur als 720p runterlädt und damit habe ich das Video dann geschnitten. Dementsprechend sorry an der Stelle, dass wir hier nicht ganz so hoch auflösend sind, wie ihr das sonst von mir auf dem Kanal gewohnt seid. Ja, aber was soll ich sonderlich noch großartig mehr hierzu sagen? Ich finde, der Ton ist in Ordnung, ja. Ich habe jetzt hier keine Musik oder so gerade mitgehört oder so. Ton ist in Ordnung, Bild ist auch in Ordnung. Also die Farben finde ich sehr schön, aber halt, wie gesagt, wenn man relativ nah dran sitzt, dann sieht man den ein oder anderen Pixel. Aber ansonsten so durch von der Qualität her so, finde ich das eigentlich ganz okay. Ein Xiaomi-Produkt zu sehen auf dem Screen von einem Xiaomi-Produkt. Ein Xiaomi-Computer-Monitor. Von denen habe ich übrigens mittlerweile 3 Stück. Die stehen genau hier, weil da hinten ist meine PC-Ecke, sage ich mal, wo ich meine Videos auch immer schneide und wo ich auch zocke und alles Mögliche. Und da habe ich genau 3 Stück von den Dingern so nebeneinander stehen. Sieht auf jeden Fall relativ nice aus. Gefällt mir sehr gut.
Ja, jetzt könnte ich hier natürlich noch Netflix oder irgendwas drauf machen. Das Problem da ist halt immer mit Copyright. Ich glaube, ich habe euch mal so ein paar Impressionen jetzt zeigen können. Wie gesagt, ihr habt hier noch den Play Store drauf. Könnt euch irgendwelche Sachen noch runterladen. Hier haben wir noch Google Play Filme, Google Play Music. Ich weiß nicht, aber da muss man sich wahrscheinlich auch wieder anmelden für Google Play Filme. Ja, anmelden. Und dann haben wir hier Action, Abenteuer. Ach, guck mal hier, da kann man den ein oder anderen Film hier noch kaufen. Finde ich relativ cool. Sonic, 3,99 €. Kannst du nicht meckern. Birds of Prey, 10,99 €. Gut, der kostet schon ein bisschen mehr. Aber gut, da muss man dann hier wahrscheinlich dann angemeldet sein. Und dann kann man wahrscheinlich einfach über sein Google-Konto oder über PayPal das Ganze dann hier zahlen und sich dann diverse Filme angucken. Oder halt eben Amazon Prime, Netflix und Co. Ihr wisst Bescheid. Aber cool, dass ich euch das jetzt hier so trotzdem auch mal zeigen konnte. Allerdings, ich sage euch ehrlich, so wie es ist, bei den Preisen, ne, wenn man jetzt dann sowas wie Birds of Prey oder hier Batman The Dark Knight Trilogie sich mal anschauen möchte oder so, Joker 10,99 €, wenn ihr das ein bisschen summiert, ganz ehrlich, da lohnt sich ein Netflix-Abo viel, viel, viel mehr oder halt einfach Amazon Prime, da zahlt ihr einmal im Jahr 60 € und habt auch eine ganze Palette an Filmen mit dabei. Natürlich sind auch da nicht alle Filme kostenlos mit dabei, aber ja, generell so diese Kombination zwischen Netflix und Amazon Prime finde ich persönlich sehr, sehr, sehr gut. Nutze ich jetzt seit ja, Jahren wirklich schon und ich gucke da gar keinen Fernsehen mehr. Ich gucke wirklich nur noch Amazon Prime, Netflix, YouTube, Twitch und alle anderen Inhalte, die man halt eben über das Internet beziehen kann. Ja, ich bin von dem Gerät eigentlich schon ganz gut überzeugt. Also Preis-Leistung stimmt hier auf jeden Fall. Vor allem, ich finde sogar, das stimmt, ist sehr stimmig sogar, weil man hier einen kompletten Smart-TV für den Preis bekommt, wofür man normalerweise nur ein normales TV-Gerät bekommt. Deswegen checkt einfach mal den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort findet ihr genau dieses Gerät. Solltet ihr eine größere Variante haben möchten, dann, wie gesagt, habe ich das auch unten noch verlinkt. Genauso wie hier Batterien etc. pp. Alles, was ich eben erwähnt habe, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Genauso wie das Teardown-Video, was ich eben angesprochen habe. Ja, wahrscheinlich kann man das jetzt noch mit seinem Google Assist Smart Home mäßig irgendwie verbinden. Ich nutze hier allerdings Amazon Alexa als Sprachassistenten. Deswegen ist diese Funktion für mich persönlich vollkommen irrelevant. Ja, man hat eben gesehen, es gibt hier auch noch über Mikrofon die Möglichkeit, Sachen einzusprechen. Gut, Shimmer Media HD hat er jetzt eben nicht erkannt, das hat nicht funktioniert. Aber ich vermute mal, wenn das jetzt so einfachere Sachen sind oder so generelle Filmtitel oder so, dann könnte ich mir vorstellen, dass er das durchaus versteht und das Ganze dann auch hier anständig gesucht wird. In diesem Sinne bleibt mir noch zu sagen, ja, ich hoffe, euch hat hier dieses kleine Hands-on, dieses kleine Review gefallen. Wenn ja, lasst mir mal ein Däumchen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Schreibt mir ein bisschen was Nettes unten in die Kommentare. Und am Ende bleibt mir nur noch zu sagen, natürlich abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Kostet euch kein Geld, gibt mir einen großen Support und ermöglicht es mir hier weiterhin solche Videos für euch zu machen. In diesem Sinne, haut ihr rein, bis zum nächsten Mal.